Hallo, meine Lieben. Hier bin ich wieder. Ich habe wieder ein Video für euch. Und zwar meine Paletten. Meine Palettensammlung. Also, was ich alles an Paletten habe. Wollte ich euch mal zeigen, weil ich habe doch ein paar neuere Paletten dazu bekommen. Ja, ich trinke aus meinem neuen Coca-Cola-Glas hier von McDonald's, die limitierten Sprudelwasser Medium mit Zitrone. Genau, gesund. Wir brauchen alle Vitamine. Genau, ich habe hier eine Rolle Zewa und ich habe hier von Galea diese Reinigungstücher hier. Die hole ich auch fürs Gesicht, für Swatches wegzumachen. Und ich habe meine Brille am Start. Genau. So, jetzt fangen wir mal an. Ich zeige euch jetzt erstmal meine kleinen Paletten. Die bewahre ich hier in so eine kleine Kiste. Bewahre ich die auf. Und dann habe ich die in meinem Schminktisch. Habe ich die dann in dem Regal dann so drin. Genau. Und zwar habe ich hier eine vom Action. Farb Factory 5 Color Eyebrow Palette. Das ist für die Augenbrauen. Ich kann euch aber nicht sagen, ob es die noch gibt, weil die habe ich schon ein bisschen was länger. Ja. Das Ganze hier hat einen Spiegel. Ich muss euch das mal gerade auf den Kopf zeigen. Nee, Kopf zeigen ist nicht so gut. Also, so sieht das Ganze aus, ja, hat hier so ein, ich zeige es euch am besten, ein kleines Spoolie, für durchzugehen nochmal, dann ein so ein kleines Applikator für den Highlighter unter den Augenbrauen aufzugeben, aufzusetzen, ja. Dann einen kleinen abgeschrägten Pinsel, um es aufzutragen. Na, gehst du da rein? So, genau, das kann ich euch auch mal gerade im Kopf zeigen. Da habe ich schon Hitzepan drin, habe ich schon sehr oft benutzt. Und ja, die zwei Highlighter halt eben, gell? Ist also eine wunderschöne Palette. Und die kann man auch überall, wie gesagt, mit hinnehmen. Die ist schön klein, so eine Aludose. Und ja, finde ich echt toll. Mein Gel geht ab von den Nägeln. Habe ich das eine Woche drauf gehabt. Meine Nägel wachsen ziemlich schnell, deswegen. Muss ich neu machen. Genau, das ist dann die erste Palette. Ich tue aber nicht von allen Swatchen jetzt, ne? So, dann wollte ich euch auch einfach mal zeigen. Ich habe euch ja meine Lippenpflegesammlung gezeigt. Und da habe ich ja einen Teil dabei gehabt von Essence von der Wanna Be My Honey LE. Und da habe ich auch das Puder noch für das Gesicht. 01 UR T Beats Kniegs. Vegan. Wenn ihr das lesen könnt, da oben steht Fokus. Hallo? Nee. Genau, hat so ein Gummibändchen und sieht so aus. Riecht echt schöner Honig. Ja, diesen Bienenwab hier sieht man nur noch halb. Ja. Sehr, sehr schön. Wollte euch einfach nur mal zeigen, was ich das von der Kollektion habe. Und die zwei Pinsel. Und gleich kommt auch noch die Palette. Ja, hier ist eine Palette von Essence All About Nude. Die ist von meiner Jugend noch. Die ist ein bisschen zerbrochen jetzt. Schon länger zerbrochen. Ja, wie gesagt, die ist von meiner Jugend halt noch, gell? Ich mache die jetzt lieber mal nicht auf. Das muss ich versuchen nochmal zu pressen. Aber sind echt schöne Töne. Dann habe ich hier von Essence My Power is Water, weil ich bin ja Sternzeichen Fisch. Und da sind 7,2 Gramm drin. Das ist die 04 Dance White Wave. Ist auch vegan. Dann ist ja diese Palette hier. Die hat ja hier auch, ist mit Magnet. Und dann kann man die so aufmachen. Und dann stehen da die Sternzeichen. Genau. Fisch, Skorpion und Wassermann, meine ich, genau. Dann sieht sie so aus von innen. Er hat keinen Spiegel, ist aber auch nicht schlimm. Dieser Glitterton hier ist sehr
sehr, ich würde nicht sagen klebrig, aber hat eine komische Konsistenz. Aber sehr schöne Töne. Ich mache einfach mal den hier in der Mitte. Wow. Und wir machen mal die Farbe. Ja. So sehen die Töne aus. Sehen schön aus. Also ist eine schöne Palette. Ich glaube, davon gab es 4 Stück. Genau, ich habe ja die vierte Palette. Genau, 4 Stück gab es davon. Ich hole aber schon mal gerade hier so ein Tuch mal raus. Ach, die riechen so gut nach Grapefruit, die Tücher hier. Und dann machen wir mal die Swatches hier weg. So, genau. Und dann habe ich mir die Palette geholt. Das war aber schon mal Anfang des Jahres. Und die war im Ausverkauf gewesen von Essence. Die kam auch in die Theke, war die drin. Daily Dose of Power. 6,3 Gramm. Das ist die hier. Die hat auch so ein Gummibändchen. Genau. Davon gab es, glaube ich, noch zwei andere. So sieht die von innen aus. Ja, auch sehr glitzernde Töne. Wir machen mal das Blau. Ja. Und so ein, ich glaube, so ein Silbergrau. Gucken wir mal. Ja. Ist echt schön. Aber ich glaube, mittlerweile kriegt man die doch gar nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Müsste mal gucken, wie gesagt. Und dann habe ich jetzt hier, die sind wirklich von meiner Jugend noch. Die habe ich zweimal doppelt, weil das ist ja die 01XOXO. Das sind 5 Gramm drin. Weil ich habe in der Ju meiner Jugend diesen. Ich sag mal weiß, weißen, weiß-silber war das. Da oben komplett leer. Ja, und da ist der noch drin. Deswegen habe ich das Ganze zweimal. Die sind von meiner Jugend noch, aber ich, wie gesagt, verwende die ja immer noch. Dann habe ich einmal die hier. Die ist so mit Brauntöne und beige. Und dann habe ich einmal die hier. Die ist so mit Grau, Blau, so ein Glitzerschwarz. Genau. Einmal die. Dann habe ich die hier von Action Farb Factory. Da sind 9 Farben drin. Ich meine, davon gab es auch noch die Orangene. Hat einen großen Spiegel. Ja, den Applikator, den habe ich raus. Habe ich nicht rausgeholt. Der ist rausgefallen. Okay. Applikator ist auch noch drin. So. Auch schöne Töne. Und hat einen großen Spiegel. Ich glaube, die kann man, glaube ich, noch bekommen bei Action, oder? Ich weiß es gar nicht. Dann habe ich einmal von Essence, ja, ist so ein, ja, eine Blush-Palette. Ich zeige sie euch trotzdem jetzt mal. Genau, da habe ich hier schon ein kleines Hitzepan drin. Ja. Meine Sachen gehen auch leer. Ist die 20 Play It Pink. Aber die, glaube ich, kriegt man nicht mehr, oder? Dann habe ich hier noch zwei vom Action Max & More. Die habe ich mir ganz am Anfang gekauft, wo der Action aufgemacht hat. Genau, hat auch diesen, ja, Applikator drin. Sind schöne Töne. Und dann habe ich auch einmal die hier. Ist auch vom Action. Die hat so Nude-Töne und Brauntöne, Beige-Töne. Auch ganz schön. Genau, die habe ich mir gekauft gehabt. Da hat der Action gerade bei uns hier in Deutschland eröffnet. Dann habe ich hier eine Palette. Die habe ich schon lange. Oh je, da war ich vielleicht
18, 19 bin ich da geworden. Ja, und zwar ist die von Shopping Queen. Die habe ich mir mal gekauft gehabt bei Kaufland. Da ist das Shopping Queen Zeichen. Ist auch so schön gepolstert. Ja, hat hier einen Spiegel. Den halte ich mal gerade zu. Und dann sind da Blush, Bronzer. Ja, Blush- und Bronzertöne da. Da ist der Spiegel. Hier sind die zwei Applikatoren. Also einer war drin. Der weiße ist von mir. Den habe ich mit zusätzlich mit da reingetan. Und das sind die kleinen Töne. Genau. Und ja, finde ich ganz toll, wenn man mal unterwegs ist oder so. Man verreist. Gut, jetzt in der heutigen Zeit glaube ich eher weniger. Aber kann man auch schön mitnehmen. Dann habe ich zwei hier von Essence, die waren im Ausverkauf gewesen. Das ist einmal die hier. Genau. Na, die sieht dann so aus. Die hat schöne Kupfertöne. Ich swatch euch einmal den Ton. Oh ja. Und einmal den Ton nehmen wir. Oh ja, aber die haben was auf dem Kasten. Die sind auf jeden Fall gut. Okay, aber ich glaube, die könnt ihr nicht mehr bekommen, weil die war wirklich im Ausverkauf. Die habe ich für 90 Cent ergattert. Genauso wie auch die hier. Die war auch für 90 Cent gewesen. Die habe ich da auch ergattert gehabt. Genau. Finde ich auch ganz toll. Dann kommen wir zu die hier. Die hier ist von Rivaloupiang. 3-Step-Palette. Das ist ja Contouring, Highlighter und Blush. Aber ich zeige sie euch jetzt trotzdem. Die könnt ihr so nicht mehr bekommen, weil die Marke war die Eigenmarke von Rossmann. Die ist hier raus. Dafür ist ja Rivalov's Meet drin. Hinten ist auch nochmal gezeigt, wie ihr was machen könnt. Huppala. Schon mal die Folie runter, damit ihr die Farben auch genauer sehen könnt. Aber diese Palette gibt es aber trotzdem noch bei Rossmann, nur halt mit dem Aufdruck von Riva Loves Me. Ne? Dann habe ich mir hier eine Palette geholt gehabt von H&M. Die sieht so aus. Steht H&M drauf. Möchtest du aufgehen? Ja. Hat einen großen Spiegel und das sind so wirkliche ja, dunkle Töne für Smoky Eye zu schminken und ja, wirklich dunkle Töne. Wir können ja mal diesen schwarzen hier mal swatchen. Jo, und dieses Grau. Ja, dieses Glitzerschwarz ist okay, aber dieses Grau hier, das ist so ein, ja, durchwachsene Farbe. Ich habe die Palette echt noch nicht so oft benutzt. Wenn es hochkommt, vielleicht ein, zweimal. Weil die Pigmentierung auch nicht so dolle war jetzt. Mal gucken, vielleicht sortiere ich die auch aus und die darf mich verlassen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und diese Palette hier von Catrice, die könnt ihr, glaube ich, noch in der Theke finden. Die hatte ich aber in einem Heft drin. Die war in einem Heft drin gewesen. Und 010 Call to Wait You One. Auch mein Englisch ist nicht so toll. Ja. Sind auf jeden Fall diese Farben hier. Ein Highlighter. Ja, also sind schöne Töne. So, dann habe ich noch hier eine von Rivale Lupiang. Ich meine, die könnt das ja so nicht mehr bekommen. Die ist so wie so eine Schokolade. Hoppala, aufgemacht. So ein bisschen dicker, 3D-mäßig. Und
hier unten an der Seite hier, da kann man was rausziehen, und zwar einen kleinen Spiegel und zwei kleine Applikatoren. Die sind wirklich mini. Hoppala. Die sind wirklich mini, mini. Aber für unterwegs mit einem kleinen Spiegel reicht. Das kann man hier so rein und raus ziehen. Dann kommen hier noch zwei Paletten. Die sind auch von meiner Jugend. Da kann man wirklich, die sind von Essence. Da kann man echt von nichts mehr lesen. Aber ich meine, hier hinten könnte es noch sehen. Huch. Ja, da habe ich auch schon so ein kleines Hitzepan drin. Ja, sind auch schöne Töne. Ich will die, wie gesagt, nicht weggeben, weil es sind noch Erinnerungsstücke an meiner Jugend. Und ja, die hier ist schon total K.O. Auch schon Hitzepan drin. Die haben echt in der Jugend bei mir gelitten. Das waren so meine Farben, meine Töne, und die waren überall dabei. Genau. So. Dann haben wir die Box hier leer. Ja, einräumen, das mache ich gleich, weil sonst geht das hier zu in die Länge. Dann kommen wir jetzt hier zu meinen großen Paletten. Und zwar wollte ich euch einmal das hier zeigen. Das habe ich auch ganz neu. Ich meine, das habe ich Anfang dieses Jahr bestellt. Müsst ihr mal gucken, habe ich einen Haul abgedreht. Und zwar von Benefit die Augenbrauen-Kit. Würde ich sagen, ich finde die Dose echt schön. Kann man aufmachen. Und dann habt ihr dort alles. So, alles drin. Ich finde es schön. Ja, alles für die Augenbrauen mit Schablone und allem drum und dran. Und was ich mir, wie gesagt, noch extra gekauft hatte dafür von Benefit, das war ja dieser Primer gewesen. Dieser hier. Den hatte ich mir da nachgekauft gehabt, um ja die Augenbrauen. Also ist der Primer, der zuerst drauf kommt, bevor der Rest vom Augenbrauen drauf kommt. Genau. So, dann fangen wir an mit der Palette hier. Die ist von Essence Royal Party. Da sind 15,4 Gramm drin. Und zwar ist das die hier. Boah, die spiegelt wirklich, wirklich dolle. Und hat so schöne Pailletten hier. Hat einen Spiegel. Und das sind die Töne. Ich finde eine echt schöne Palette. Hier sind so ein paar Diamanten eingestanzt. Ja, ich finde die schön. Genau. Aber ich glaube, die könnt ihr nicht mehr kriegen. Oder vielleicht online. Müsst ihr mal gucken. Dann habe ich mir die hier geholt. Die habe ich mir bei Thomas Phillips gekauft gehabt dieses Jahr. Und zwar ist das so eine komplette Box. Genau. Und die hat hier an der Seite Magnet. Hat einen Spiegel. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich schalte mal gerade hier die Palette da drüber. So, da könnt ihr das sehen. Ist eine Mascara drin, eine Mascara, ein Kajalstift. So, jetzt haben wir da aber ein Kajalstift, eine Mascara, Bronzer, Highlighter und die 6 Lidschatten. Warte, so sieht man es besser. Huch, da fällt die Mascara raus, weil die Folie abfällt. Okay, gut. Nicht schlimm. Du sollst da drin bleiben. Genau. Könnt ihr das so sehen? Ja. Fand ich auch echt toll. Für unterwegs oder so. Wenn man wegfährt. Genau. Dann habe ich hier die ist auch vom Action. Diese Moonlight Palette. Ich glaube, jetzt gibt es ja irgendwie eine andere. Ich weiß es nicht. Davon.
mit Meerestieren, hat einen schönen großen Spiegel. Und das sind so die Planeten. Das sind echt schöne Farben. Machen wir den. Und die sind schön butterweich. Und ja, für das Geld, da kann man echt nichts meckern, ne? Und die Pigmentierung ist gut und man kann sie auch aufbauen. Ja, also da kann man echt nicht meckern. Ich weiß nicht, wie teuer die war, aber ich glaube 4 € so rum hat die gekostet gehabt. Genau. So, dann habe ich ja die hier von Catrice. Das war ja von letzten Jahr die Disney LE von den Villains, die Bösewichte. Da habe ich hier die Maleficent Palette. Genau. So sieht die aus. Hat einen schönen Spiegel. Und das sind die Farben. Überall sind da ihre, ja, diese Hörner von ihr eingestanzt. Und ich meine, zu der Palette hier habe ich euch, glaube ich, auch schon einen Look abgedreht. Müsst ihr mal gucken. Bei mir. Ja, fände ich mega schön. Mega, mega, mega schön. Dann habe ich hier von Essence, war auch eine LE. Summer Days und Nights. Also das ist eine Glow Bar Highlighter Palette. Da sind 40 Gramm drin. 01 Gimme Gimme Summer. Ja. Die war auch im Ausverkauf, habe ich die ergattert. Und die ist auch echt schwer. Nur ich glaube, die kriege ich niemals aufgebraucht. Weil da sind 40 Gramm drin. 40 Gramm. Also, ich glaube, die kriegt man nicht so aufgebraucht. Es sei denn, du brauchst eine ganze, ganze Menge davon. Ja, genau. Finde ich auch echt schön. Das watchen wir mal. Also die sind auf jeden Fall schön weich. Schön buttrig sind die. Aber die Pigmentierung, oh holla die Waldfee. Also, die lässt sich nicht lumpen. Ja, genau, die. Dann habe ich hier zwei Paletten vom Action. Und zwar die hier von Max & More. Plum, ja, die heißt Plum Palette. Da sind 21 mal 1 Gramm. Die ist sogar vegan. So sieht die aus. Die war auch direkt ausverkauft. Wenn ich ein bisschen weiter nach hinten gehe, seht ihr auch die lila Blume. Genau. Von hinten so. Die hat einen schönen großen Spiegel. Hier stehen leider die Namen nicht mit drauf, aber es sind alle Farben drin, die man so braucht. Würde ich sagen. Ja. Echt schön. Ich war auch froh gewesen, wo ich die gekriegt habe. Und die hat nur 3,98 € manchmal gekostet. Und die hier habe ich mir dieses Jahr geholt. Da ist die Floral Romance Palette von Max & More. Auch 21 mal 1 Gramm und ist auch vegan. Und die hat, glaube ich, 4 € paar zerquetschte gekostet. So sieht die aus. Echt schön vom Packaging. Und ist so Pappkarton. Finde ich auch echt schön. Hat auch einen großen Spiegel. Und hier stehen aber die Namen mit drauf. Das finde ich echt toll. Braucht man jetzt zwar nicht, aber finde ich echt toll. Ja, das sind so die Farben. Können ja mal daraus swatchen. Das ist meine Lieblingsfarbe. Die heißt Dreamer. Dann habe ich auch gerne die Farbe hier, so ein Glitzerton, die heißt Bliss. Ja, ich würde sagen, die zwei reichen. Ist ein Glitzerton und ein matter Ton. Ja, den matten Ton, den sieht man nicht so, aber der andere hier, der, ja,
Der ist schon gut. Der ist schon ordentlich. Genau. Da habe ich mich gefreut, dass ich die Palette bekommen habe. Weil die sind echt schnell ausverkauft. So, dann habe ich hier noch eine vom Action, aber die habe ich schon mal länger. 5 Color Palette Concealer Bronzer. Ist auch in so einer Metalldose. Finde ich echt schön mit dem Eiffelturm. Genau. Hat auch einen Spiegel. Und mal gucken. So. Hat auch ein Pinselchen drin. Sind, Moment. Genau, die ersten drei hier. Das sind Concealer. Hoppala. Die sind, ja, Cremetöne, klar. Und hinten die beiden sind Bronzer. Das sind Pudertöne. Also Texturen. Pudertexturen. Genau. Finde ich echt schön. Und die riecht auch echt gut. Finde ich. Aber ich glaube, die bekommt man so gar nicht mehr, oder? Wenn ihr wisst, wo man so in dieser Form im Action die bekommen kann, davon gab es auch in der Form hier auch mit Lippenprodukte und mit Lidschatten. Genau, aber mir hat erstmal die Concealer-Palette gefallen. Dann habe ich die Palette hier von Love. Die hatte ich auch in einem Heft mal drin gehabt. Da sind 15,5 Gramm drin. Ist mit Magnet. Genau. Hat auch einen Spiegel. Und das sind die Farben. Ja, Highlighter, Blush, Bronzer. Echt schön. Aber ich finde die Pigmentierung nicht so dolle. Also, ich weiß nicht. Auf dem Finger hier ja, aber. Okay, der Highlighter, der geht, aber der Blush darunter, der, ja, ist nicht so dolle. Die Palette habe ich, glaube ich, auch nur zweimal benutzt, wenn es hochkommt. Mal gucken, vielleicht tue ich die auch aussortieren. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch gerade einen neuen Tuch rausholen, weil jeder Tuch ist jetzt schon langsam aufgebraucht. So. Dann habe ich hier von Action Farb Factory diese Mint Crush. 9 Gramm sind da drin, 9 mal 1 Gramm. Genau. Hat auch, hoppala, einen schönen großen Spiegel. Und das sind die Töne. Finde ich auch echt schön. Dann habe ich die hier vom Action. Hat auch einen großen Spiegel. Das sind die Töne. Ja, die sind auch echt schön pigmentiert, muss ich sagen. Also finde ich jetzt. Ich mache euch mal den Orangeton aus der Palette. Na, der ist aber nicht so pigmentiert. Den sieht man kaum. Aber die anderen Farben, die sind echt gut. So, dann zeige ich euch Stadtschätzchen hier. Das ist ja der Highlighter von Cinderella, der hat mein Mann mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Von Revolution. Den finde ich echt schön. Ja, ich liebe ja Cinderella. Genau, dann machen wir auch direkt weiter mit der Cinderella-Palette. Die hat mein Mann mir auch geschenkt. Da habe ich sogar noch die Umverpackung hier auch noch drin. Die sehen ja aus wie so ein Buch. Genau. Von hier vorne auch. Von hinten. Hier ist schön Gold. Sehen ja aus wie so ein Buch. Davon gibt es ja mehrere Kollektionen. Und ja, hier sind Highlighter und Blushes. Und da sind die Lidschatten. Ja, finde ich auch echt schön. Aber das ist eher so ein Sammelding, als anstatt ich die Palette benutze. Ich habe mit der jetzt ein einziges Mal mich geschminkt. Und ja, ist so ein, eher so ein Sammelding. Dann habe ich hier von Essence Hey Shakes. Das ist eine Blush, Bronze und Highlighter Palette, 15 Gramm.
Ich glaube, die bekommt man so nicht mehr. Hat ja hier den Spiegel und hier sind ja die Töne. Ja, die kann man auch zweckentfremden, so für die Augen. Dann die hier, die hat mein Mann mir mal gekauft gehabt von Essence Shows Your Glow. Das ist eine Highlighter-Palette, 18 Gramm. Ist sogar vegan. Die hier, ich weiß nicht, ob es die noch gibt in den Theken. Hat einen Spiegel. Mal so. Das sind die Töne. Die hatte mein Mann mir mal geschenkt. Ja. Finde ich echt schön. Dann habe ich hier Checkstar von Benefit. Blush, Bronze und Highlighter Palette. Ja, das ist bis jetzt meine teuerste Palette, die ich habe. Die hat im Normalpreis 60 Euro gekostet und ich habe sie reduziert bekommen für 50 Euro. Genau, weil ich die unbedingt haben wollte. Upsala. Hat einen schönen Spiegel. Die oben kann man auch rausziehen. Da sind so ein paar Tipps dabei. Ich mache mal gerade rum. So, mit dem Pinselchen und. Oh, die riecht so gut. Ja, das ist der Hoola. Der Hoola ist da drin. Georgia ist da drin. Dann Dallas ist da drin. Sugar Scrub ist da drin. Und den Cookie, den Highlighter. Ich finde die Palette einfach mega. Also, wenn wir irgendwo mal hin verreisen sollten, wenn man wieder großartig darf, ne? Was ich nicht jetzt denke, ob wir jetzt verreisen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt so nicht so der Reisetyp. Dann ist die Palette auf jeden Fall am Start, weil mit der kannst du alles machen. Mit der kannst du auch die Augen schminken. Ne? Nicht nur jetzt hier Highlighter, Bronzen und so. Dann kannst du auch die Augen schminken. Habe ich auch schon gemacht. Entschuldigung. Genau. Und die riecht so gut. Die riecht so gut. Wie so Brause. Genau. Die riecht so gut. Und die ist echt schön. Aber schwer ist die. Dann habe ich hier von Too Faced. Shake Your Palms. Diese Palette, die ist noch in der Umverpackung. Die lasse ich auch da drin. Die kommt aber in so einer Aludose. 3D-Effekt. Hinten stehen die Namen. Hat einen Spiegel. Den decken wir mal ab. Und so sehen die Farben aus. Die riecht auch echt toll. Die Farben sind echt weich und buttrig. Die habe ich reduziert bekommen. Die sollte 25 Euro kosten, die Palette hier. Ich habe sie für 18 bekommen. 18 Euro. Und ich wollte unbedingt meine erste Too Faced haben. Und ja, deswegen kam diese Too Faced Palette auch mit. Die habe ich mir in Köln gekauft gehabt, im Sephora. Genau. Da war ich das erste Mal im Sephora drin gewesen. So, die Palette hier von Catrice, das ist die Pro-Palette hier, Neon Ed. Die habe ich geschenkt bekommen von meinem ersten Tauschpaket. 010 Elements of Power heißt die. Die hat ja einen Spiegel. Ich meine, die kann man in den Catrice-Theken noch finden, oder? Ich finde die jetzt nicht so berauschend schön. Also die hat schöne Töne, aber die Pigmentierung finde ich nicht so toll. Deswegen werde ich die Palette sehr wahrscheinlich auch aussortieren. Ja. Dann habe ich diese Palette hier. Die hat mir die Liebe, ich nenne ihren Namen jetzt nicht, vom ersten Tauschpaket, mir geschenkt, die Palette. Und das ist die Naked Urban Decay Basics Palette. Das ist die hier. Die ist in der Umverpackung noch drin. So sieht die aus. Von Urban Decay. Und die hat einen Spiegel. Den decken wir auch mal ab. Und das sind die Farben. Unten stehen auch die Namen. Ja, ist eine sehr alltagstaugige Palette.
Die Farben finde ich jetzt nicht so gerade der Knaller, der Burner, aber naja, ich finde die Ansicht so, kann man mit der auch einen schönen Look schminken. Ne? Dann die Palette hier, die konnte man sich mal bei Essence selbst zusammenstellen. My Must Have Palette, das ist die hier. Und ja, da habe ich mir die Töne hier ausgesucht. Der Ton hier war mein Ton gewesen, wo ich geheiratet habe. So hatte ich meine Augen geschminkt. Da sieht man noch diesen kleinen Glitzer drüber, aber der ist jetzt komplett ab. Das war der Ton meiner Hochzeit. So habe ich mich geschminkt gehabt. Mir könnt ihr mal gerne mal swatchen. Geswatcht sieht ja nicht gut aus, aber auf dem Auge an meiner Hochzeit war der trotzdem schön. Ich musste den aufbauen. Genau. Das ist die, ich glaube, die kriegt man so auch nicht mehr. So, dann haben wir hier von Reval de Lupiang die Nothing But My Shiok. Ach, lest selber. So sieht's aus. Mein Englisch ist nicht so gut. Dann ist auch die Umverpackung noch. Die fand ich so schön. Da ist eine Palette, die muss man sich auch selber zusammenstellen. Bedimmen. Die gibt es ja auch nicht mehr. Hat einen großen Spiegel. Und da sind die, ups, die Töne. Ja. Der hier unten, das hier unten, ist Bananapuder. Das ist auch ein Bananapuder. Den habe ich zweimal geholt, weil der riecht echt schön nach Banane. Dann der hier ist ein Fixing-Puder. Das hier ist ein Rouge. Und ja, das hier oben ist ein Highlighter und das andere hier oben sind zwei Lidschatten. Genau. Finde ich auch echt mega schön. Genau. Wie gesagt, diese Umverpackung von dem Karton fand ich so schön. Deswegen bleibt die da drum. Dann habe ich hier eine Palette und die bin ich ja sehr, sehr lange drum hergeschlichen. Von Revolution. My Revolution London. Und zwar ist das die ja mit den Shillet. Shillet heißt die, meine ich. Ja, genau. Mit den Pflanzen, ja, Cannabispflanzen, kommt in so eine Aludose, die habe ich mir bei Rossmann gekauft, hoppala, hat einen Spiegel, einen großen Spiegel, das sind die Töne, super, super schön, mega geil, habe ich mir schon oft mit geschminkt, ich glaube, einen Look habe ich noch nicht euch abgefilmt davon, werde ich auch mal tun. So schöne Töne. Wir machen mal diesen grünen Ton hier. Der heißt Candyland. Und wir machen mal Uff. So heißt der Ton. Also, jo, die Pigmentierung ist ja mal wieder gut. Und die hat, ich meine, 11 Euro gekostet. Ja, 11,99 meine ich im Rossmann. Und dann hatte ich auch noch die 10% in der App. Genau, und deswegen kamen die dann auch mit, weil die mir so gut gefallen hat. So, dann habe ich 1, 2, 3. Die vierte habe ich ganz unten drunter. Von Rival of Me habe ich die Into the Jungle Palette. Da sind 14 Gramm drin. Das hier ist die Umverpackung, ja. Seht ihr? Da spiegelt es. Da spiegelt es auch. Ach, das ist die Umverpackung und so drum. Die hat jetzt keinen Spiegel. Die hat 5 Euro gekostet. Die Pigmentierung ist gut. Die Farben sind echt schön und kann man nicht meckern, ne? Für 5 Euro. Die hat mich am meisten angesprochen. Dann die hier, die Out of Space Palette. Die hier.
Genau, es sind auch 14 Gramm drin. Die haben alle keinen Spiegel, ist aber auch nicht schlimm. Die hat mich auch am meisten angesprochen. Erstens mal Packaging, hallo. Und die Farben fand ich echt toll. Und die hier Candy Pastels oder Candy Sandy Pastels. Lest selber. Und die hat mir gefallen. Genau. Die hat natürlich auch keinen Spiegel. Die ist so ein bisschen heller. Genau. So Pastelltöne, würde ich sagen. Die muss man aber aufbauen. Ja, für 5 Euro kann man da echt nicht meckern. Die haben mich so am meisten auch da angesprochen, die ich unbedingt haben wollte. Dann habe ich hier von Rivalos Me, war von einer LE, Glitter All Around Me. Oh Gott. 15 Gramm sind da drin. Oh, die glitzert so schön, gell? Ich meine, dazu habe ich euch einen Look abgedreht letztes Jahr an Weihnachten, Heiligabend. Da habe ich mich nämlich so geschminkt gehabt mit den Grüntönen hier. Da waren wir auch bei meinen Eltern gewesen letztes Jahr zu Heiligabend. Boah, die Farben, gell? Könnt ihr das sehen? Echt schön. Da hatte ich diese Grüntöne letztes Jahr benutzt. Dieses Jahr gehe ich eher in dieses braune Kupfer oder in dieses Gold. In die Richtung. Mal gucken. Ja. Dann kommt jetzt die Palette von Essence Wanna Be My Honey. 14,8 Gramm drin. 01 Oh Honey, your Slows is Golden. Oh Gott, ist vegan. Mein Englisch. Hallöle, Hallöle. Englisch. Ich bin schon Englisch am Lernen. Mit hier diesem, wie heißt die App hier? Diese Bubble, ne, ne Bubble App. Ach, wo man da so lernen kann, die Sprachen. Ihr wisst schon. Das ist die Palette. Oh, guck mal, dieses süße Bienchen. Und dieses Bienchen hier ist auch auf den Lippenstift, den ich euch gezeigt habe bei meiner Sammlung. Lippenpflegesammlung. Und auf dem Pinsel ist der Bienchen auch drauf. Und ich finde die Töne echt schön. Echt, echt schön. Kommt in so eine Pappverpackung. Das finde ich auch echt toll. Genau. Dann habe ich hier eine Palette vom Action. Bar Trends. Die hier. 12 mal 1,5 Gramm. Genau, hat auch hier unten. So sehen die Töne aus. Ein bisschen mehr zurückgehen. Ja, finde ich auch echt schön. Also ich liebe meine Paletten, ja, gell. Dann habe ich hier von Essence, das war auch eine Disney-Kollektion, da habe ich mir die Jasmin-Palette ja geholt gehabt. So, so schön. Ich wollte von dieser Reihe hier auch noch die Ariel-Palette haben. Die war bei uns in Rossmann im Außerkauf gewesen damals da für 5 Euro. Und da wollte ich die mir holen und die war so schnell weg gewesen, da konnte ich nicht bis A zählen. Hat auch einen Spiegel. Und das sind die Töne. Ja, finde ich auch echt schön. Wir machen mal diesen lila Ton. Ja, den muss man so ein bisschen aufbauen. Aber er geht. Sieht schön aus. Genau. Ich meine, die liebe Irene hat sich die auch aus dem Trash-Paket mal rausgenommen, ja, kann das sein? So, dann habe ich hier eine Chocolate-Palette von Revolution, Chocolate Rose Gold. Da sind 14 mal, ja, ich zeige euch einfach mal, da steht 14 mal das und das. So sieht die aus. Hat einen Spiegel. Tididididid. Das sind die Farben. Hat auch einen Applikator oben drin, großen. So sehen die Farben aus. Und hier riecht auch so ein bisschen nach Schokolade. Und hier stehen aber die Farben auf dem Papier drauf. Und das
Fand ich irgendwie nicht so cool. Hätten die eher so in die Palette irgendwie machen müssen. Aber ich wollte unbedingt haben. Dann habe ich hier von Revolution die Violett-Palette. Die hier. Die fand ich auch so schön und auch ansprechend. Hat einen großen Spiegel. Und da stehen die Farben diesmal drin. Ja, ich finde die echt schön, die Farben. Und ja, ich finde die echt toll. Ja, ich kaufe mir auch nur Paletten, die mich wirklich ansprechen. Und die Paletten, die mich nicht so ansprechen oder so, die kaufe ich mir auch nicht. Auch wenn ich mir von der Reihe was anderes kaufen sollte. Dann habe ich hier eine Palette vom Action. Make-up-Palette. Ja, die hier. Die habe ich mir auch gekauft gehabt. Da hat Action gerade erst aufgemacht. Hat hier oben einen schönen Spiegel. Dann Lidschatten und Highlighter und Bronzer drin. Und dann kann man das hier unten aufmachen. Und da sind dann noch zwei Lippenprodukte drin. Finde ich echt toll. Und gibt so ein paar Tipps, wie man dann die Augen halt schminken und die Augenbrauen betonen kann und so. Finde ich echt, echt toll. So. Dann habe ich ja hier von Essence die Bronzed This Way. Da habe ich mir mehr geholt aus der Kollektion. Die hat so einen samten Stoff. Hat keinen Spiegel. Das sind die Töne. Finde ich auch echt toll. Echt schön. Vor allem der Glitzerton hier unten, gell? Der ist so buttrig. Aber den nachher wieder abzubekommen, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich hier die Palette von Essence Plum Baby Plum. War ja auch so eine LE gewesen. Hat auch keinen Spiegel. Aber die Töne sind auch schön. Und der Ton hier kommt gleich nochmal in der Essence Palette von der Weihnachtskollektion. Ja, finde ich ganz schön. Vor allen Dingen für den Sommer. Dann kommen meine neuesten Paletten. Zu der hier schminke ich euch ja noch den Look. Der kommt diese Woche auch noch online. Spiegel. Ja, das sind ja die Töne. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die noch bekommt. Ist halt die aktuelle Kollektion. Und einmal die Jasmin. Dazu habe ich euch ja den Look abgedreht. Spiegel. Und das sind die Farben. Genau. So. Da muss ich meine Stuhl ein bisschen näher ranholen. Dann habe ich hier von Rival de Loup 8 Gramm eine Highlighter-Palette. Ich weiß nicht, wer sich an das gute Stück hier erinnert. Hat einen Spiegel, einen Pinsel, machen wir ein bisschen so, und das sind die Farben. Echt schön. Ups, ja, ist so ein kleiner Pinsel, der mit da drin ist. Finde ich echt, echt, echt toll. Ich habe mich gefreut, wo ich die noch bekommen habe. Dann die hier, die müsst aber noch geben in der Essence-Theken. Essence, I like to move it, move it. 4,5 Gramm. Die hat mich am meisten angesprochen von den kleinen. Genau, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Hat einen Spiegel. Und das sind die Töne. Das sind ja wirklich so meine Farben. Und ja, ich finde die echt toll. Die war für, ich meine, 3 Euro zerquetschte gewesen. Dann habe ich hier, das war von Rival Loves Me, die Boho Vibes LE. Genau. 15 Gramm. Da habe ich einmal die Palette. Das sind die Töne. Echt schön. Da habe ich auch schon geschminkt. Ja, ich finde die Töne echt schön. Und davon habe ich auch noch den 2-in-1 Beckett Rouge und Highlighter. Also gebackene Rouge und Highlighter. Da sind 12 Gramm drin. Ich fand den so toll. Hat auch einen Spiegel. Das sind die Farben. Finde ich echt klasse. Riecht auch echt toll. Ja. Aber die aufzubrauchen, das dauert auch.
Dann habe ich hier von Rival Loves Me, von der LE Pastel Breeze. Den Bronzer habe ich mir da geholt. Genau, 22 Gramm sind da drin. Wow, Wahnsinn. Der riecht nach Kokos. Auch die Blätter finde ich echt schön. Klasse. So, dann habe ich von Rival Lupiang die Glitter Boom Eyeshadow Palette. Das ist die hier. Und wenn man da so rüsselt, dann glitzert es. Genau. Da sind 9 Gramm drin. Hat keinen Spiegel. Sind auch wieder für ja so ein Smoky Eye zu schminken. Finde ich auch echt toll. Davon gab es noch mehr. Davon habe ich mir auch den Pinsel gekauft. So. Dann habe ich hier, ich meine, das war vom letzten Jahr. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich meine von 2019, ich weiß gerade nicht. Essence from Center with Love. Die Palette. 01 Express Delivery from... ich gebe es auf. Da oben steht, ich weiß nicht, ob ihr lesen könnt, die hier. Und die sieht aus wie so ein Briefumschlag. Also Brief, ja, Briefumschlag. Süße Herzchen. Boah, guck mal, das sind die Töne. Das sind so meine Töne. Die sieht so geil aus, die Palette. Und die musste ich haben. Der bin ich wirklich hinterhergejagt, der Palette hier. Und auch die Pinsel, alles was in der Kollektion war. Also der Kollektion hier bin ich wirklich hinterher gesprintet, die zu bekommen. Dann habe ich von Revolution die Kissu, die Palette hier. Die ist auch noch in der Umverpackung, weil die Palette sieht nicht so aus wie die Umverpackung. Die Palette sieht nämlich so aus, in rosa. Ja, hat einen Mordsspiegel. Mal gucken, ob ich das so... Müssen wir so machen. Das sind die Farben. Highlighter und die Lidschatten. Echt schön. Ja. Finde ich echt nice. Bei dem Spiegel haben sie echt nicht gespart. Da lasse ich aber auch die Umverpackung drum, weil ich die echt hübsch finde. Dann, der Palette hier bin ich auch drum herum geschlichen. Ich meine, war auch 2019 gewesen, ja. Oder 2020, ich weiß es nicht. Essence Spice It Up Palette, 18 Gramm. Davon habe ich ja auch den Lippenstift und so. Kommt in so eine Packverpackung, so Pappe. Und das sind so Herbsttöne. Wirklich, das sind wirklich Herbsttöne. Echt schön. Ja. Finde ich toll. Der bin ich echt drum herum geschlichen, weil ich nicht wusste, ob ich die holen soll oder nicht. Dann habe ich hier die von Rival Loves Me, die Smoky Eye Palette. Die schwarze. Die ist auch noch in der... Na, willst du nicht hier raus? Hallo. Komm doch bitte hinaus. Ich will dich doch zeigen, du gutes Stück. Okay, Leute. Oh Gott, warum klebt die denn jetzt so? So. Hat keinen Spiegel. Und dann kann man auch schön Smoky Eye schminken. So, jetzt darfst du ja wieder zurückgehen. Und dann habe ich die hier, die ist vom Action, die Casino Queen Palette. Ich weiß nicht, wer die von euch alles bekommen hat. Auf jeden Fall, ich musste sie haben, weil ich die so geil fand. Und die hat ein Spiegel. Und das sind die Töne. Auch echt, echt schön. Vor allen Dingen der Glitzerton hier. Der ist so matt und trotzdem etwas glitzernd. Aber sehr trocken. Sehr, sehr trocken. So. Dann, wir kommen bald zum Ende. Dann habe ich hier von Catrice die Bronzed
Away to Costa Rica. 20 Gramm. Das ist aber eine Beckett Bronze- und Highlighter-Palette. Ich weiß nicht, dazu gab es auch den großen Pinsel, den habe ich hier auch. Genau. Hat einen Spiegel. Aber die Lidschattenpalette dazu, die hat mich nicht angesprochen. Deswegen, hoppala. Hallo, bleibst du bitte mal? Die hat mich nicht angesprochen, die Lidschattenpalette, deswegen habe ich mir die auch nicht gekauft. Mein Mann sagt dran vorbei. So sieht die aus. Und dann habe ich hier von Essence Shine Like a Sea Star. Ist eine Highlighter und auch eine Bronzerpalette. Mein Gott, ich bin total voller Farben hier, ey. So. So sieht die aus. Da habe ich auch den großen dicken Pinsel. Hat einen Spiegel. Oh, finde ich echt so schön. Und das sind die Töne. Da stehen auch die Namen drauf. Echt toll. Finde ich echt klasse. Auch diese Pappverpackung finde ich echt nice. Genau, und zu der LE gehört hier auch die Make a Wish a Little Fish Palette. Und davon gab es ja auch noch eine braune Palette. Die wollte ich auch unbedingt haben, aber die gab es nicht. Die ist so mit Magneten. Mit Magnet. Hat einen schönen Spiegel. Ich finde auch die Muschel hier oben so echt schön. Und das ist die Palette. Hat so schöne Seesterne hier eingestanzt. Ja, die finde ich auch echt toll. Ja. Ich war ein bisschen traurig gewesen, dass ich die braune Palette nicht bekommen habe. Der LE bin ich auch hinterhergejagt. Dann von der Essence LE habe ich mir alles gekauft. Lippenstift, Bronzer, Palette, Pinsel. Von der habe ich wirklich alles. Weil ich morgens die erste im Rossmann war, wo sie gerade eingeräumt haben. Und zwar ist das die Essence Berry On Palette. Die mit den Kirschen und Himbeeren. Ja, 01 My Sherry. 12 Gramm sind da drin. So sieht die Palette aus. Ja, sind so Nude-Töne, Alltagstöne. Mit dem kann man echt einen schönen Alltag-Look schminken. Auch so eine Pappverpackung finde ich echt schön. Ist echt leicht, sehr handlich. Die finde ich echt toll. Dann von Rival Loves Me. Beyond T. Ach, lest selber. Mein Englisch ist heute nicht toll. Bis ich euch da einen vorgegaukelt habe. Habt das selber gelesen. Die hat keinen Spiegel. Aber mit der Palette kannst du alles machen. Mit der kannst du highlighten, bronzen, Make-up schminken. Wirklich alles. Sogar die Augenbrauen kannst du damit machen. Die Palette musste ich unbedingt haben. Dazu habe ich mir auch den geilen Pinsel gekauft. Ja, 25 Gramm sind hier drin. Das muss einfach sein. Das hier war so meine Anfangspalette gewesen, wo ich angefangen habe, mich richtig zu schminken. Sagen wir mal so, ja. Da habe ich mir vieles auch abgeguckt durch Videos. Und zwar ist das die Essence Too Glam Too Gave A. Ja, lest selber. Echt, mein Englisch ist echt nicht toll. Nicht nice. Davon der habe ich, glaube ich, auch noch eine andere. Ist auch mit so einem Magnet. Hat einen Spiegel. Und so, ja. Ein Spiegel. Und das sind die Töne. Mit der hat alles angefangen. Ja. Und dann kam ich zu YouTube. Genau. Cool. Cool. Dann eine meiner Lieblingspaletten. Davon habe ich auch ein ganzes Pinselset mir gekauft von BH Cosmetics. Die 1991 Palette. Ich bin ja 1991 geboren. Von Alicia Marie. XO Alicia Marie. Und zwar ist das die Palette. Und die ist so mega geil. Wenn die Palette mal leer geht und ich die aufgebraucht habe, kaufe ich mir die sofort dann. Die kostet, glaube ich, 18, 19 Euro. Hat schöne Rosen. Die sind auch auf den Pinseln drauf. Genau.
hat einen Spiegel. Und das sind die Töne. Und das hier oben sind so Duochrom-Töne. Und die sind so hammergeil. Also alter Verwalter. Die Töne. Die Palette ist eine Empfehlung. Die ist sowas von geil. Sobald die bei mir aufgebraucht ist, kaufe ich sie mir nach. Echt. Dann habe ich die von Essence Glow My Mind. Das ist eine Beckett Highlighter Palette, 16,5 Gramm. Das ist die hier, die musste auch sein. Vom Packaging her fand ich die so schön. Boah, Gott. Ja. Mit Magnetverpackung, die musste einfach sein. Ich fand die so schön. Ja. Dann habe ich von Rival de Loup Bright Inside mir die Palette geholt. Davon habe ich auch noch ein paar andere Sachen. 22 Gramm. Ich meine, die Palette hat meine Mama auch. Die sind so mehr Orangetöne, Rottöne. Ja. Genau. Einmal die. Wir sind gleich am Ende. Dann habe ich noch die Palette von Essence. Das war ja die Schwester, also die Schwester LE gewesen mit Catrice. Princess Essence, die Aurora Palette. 16 Gramm. Ist ja die hier, die ich habe. Genau. Hat einen Spiegel. Und das sind die Töne. Die hat auch eine schöne Rose überall reingestanzt. Ich meine, zu der habe ich euch auch schon einen Look abgedreht. Ja. Echt schön. Dann habe ich mir die Palette geholt. Die Essence Epic Sunset. Die musste auch sein. Ich fand die so geil. Ich glaube, die kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Die hat auch einen Spiegel. Und das sind die Töne. Mit denen hier unten mache ich gerne meine Augenbrauen. Und mit denen gehe ich vorher erstmal vor zum Setten. Und dann mache ich die Lidschatten drauf. Genau. Die habe ich aber schon lange nicht mehr benutzt. Schon lange nicht mehr. Müsste ich nochmal machen. Dann habe ich hier die City Paletten. Da fehlen mir zwar noch ein paar. Da habe ich hier die von Essence Hello New York. Die hat mir so gut gefallen. Die musste einfach sein. Ich würde ja gerne mal nach New York, aber nur an Weihnachten. Hat einen Spiegel. Das sind die Töne. Habe ich schon oft benutzt, wie man sehen kann. Ich liebe die Farben. Dann habe ich die Salut Paris Palette. Oh, da würde ich auch gerne mal hin, nach Paris. Und Disneyland. Genau. Hat auch einen Spiegel. Und das sind die Töne. Boah, das ist echt der Wahnsinn. Auch meine Lieblingspalette. Dann habe ich die Get Day Sunset. Sunny oder Sunday. Lest selber. Die hier geholt. Die war im Ausverkauf gewesen. Damals da. Hat auch einen Spiegel. Und das sind die Töne. Auch sehr schön. Dann habe ich mir die Hello Berlin Palette geholt. Die musste einfach sein. Ist der Fernsehturm. Die musste einfach sein. Und Brandenburger Tor. Ja, die musste einfach sein. Gell, hier, allein hier. Das ist mega, 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 mega geil. Und die Farben. Gerade hier so die hellen Farben hier, das sind so meine Töne. Und die letzte Palette habe ich mir bestellt, das ist die Olario Palette. Das ist die hier. Hat auch einen schönen Spiegel. Und das sind die Farben. Von denen können wir ja nochmal swatchen. Machen wir den Ton. Und den. Und machen wir den. Genau. Swatchen wir die nochmal. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Die sind echt gut pigmentiert.
Hallöle. Ich muss die nochmal öfters rausnehmen und nochmal einen Look schminken damit. Ja, wir sind am Ende. Das waren all meine Paletten. Jo, meine Schätze. Ja, wenn ihr irgendwas genaueres wissen wollt, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Zu der einen oder anderen Palette schminke ich auf jeden Fall noch einen Look, ein Make-up. Das steht fest. Ich liebe alle meine Paletten, meine Schätze. Eins oder zwei, die ich euch eben gezeigt habe, sortiere ich vielleicht aus. Die kommen dann, ja, dürfen ein anderes Zuhause. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben kriege. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere steht in der Infobox. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!